So, wisst ihr was? Ich werde mir jetzt mal Rex. Was machen wir? Gehen wir in eine Höhle oder was? Ich brauche Rohstoffe. Denn wir haben Diamanten haben wir. Die lasse ich die oder nehme ich die mit? Ach, ich weiß es nicht. Ich habe nur noch 4 oder 8, besser gesagt, Eisenkram hier. Okay. Wie viel Fackeln habe ich? 11. Das ist auch zu wenig. Aber Kohle haben wir ja genug. Das ist ja nicht das Problem. Kohle bekommt man ja auch immer wieder. Wir gehen mal in eine Höhle, Rex, ne? Das wollte ich schon aus dem Bücherregal. Ja, Bücherregal, genau. Müssen wir auch noch. Fichtenholzbretter. Fichtenholz. Okay. Fichtenholz. Sandsteintreppe, Sand und Sandstein lasse ich natürlich hier. Ei, logisch doch. Ja, wo gehen wir denn überhaupt hin? Ich glaube, wir gehen in unsere ganz gemeine Höhle hier unten rein, oder? Glas brauche ich nicht. Glas, sag ich. Glas heißt das. Glas ist. Glas ist, glaube ich, eine. So, was wollen wir noch mitnehmen? Glas. Ich sagte, eine Bekannte von mir immer, die aus dem Raum Kassel kam. Ein Eimer. Schere können wir hier lassen. Die Pfeile. Ich habe ja gar keinen Bogen. Ist eigentlich sinnlos, aber naja gut. Eisenbahn, Stöcke. Da machen wir uns gleich mal Dinger draus. Bisschen Brot könnte ich noch. Also ich werde nochmal zu dem Dings gehen hier. So, dann machen wir da schon mal Fichtenholz draus und gehen mal zu dem Dings. Ja, hier, das erzähle ich ja immer wieder. Hier müssten wir auch mal wieder weitermachen. Unseren Abgang. So, auf zur Höhle. Ja, der. Genau. Da bin ich besonders stolz. Ich habe ein ganz einfaches, irgendwo aus dem Internet, habe ich so ein Foto genommen von Kies. Kleinkiesigen Kies. Kleinkörnigen Kies. Und habe das dann so. Ich finde, das sieht schöner aus, weil es ein bisschen bunter ist als. Was ist denn hier los? Wieso wächst da nichts? Hast du alles aufgefressen? Weg. Fressen die eigentlich auch Getreide hier? Nee, ne? Die Schafe. Ich sollte mal daran denken, hier so eine. Einen Grabstock mitzunehmen. Wie heißt das? Eine Hacke. Hacke, sag ich da mal zu. Hacke. Hacke oder Harke. Eine Ho. Ach ja, stimmt ja. Wir haben ja hier gar keinen. Das werden wir mal ändern. Wir haben ja hier keinen. Das werden wir mal ändern. So, dann ändern wir mal. Ah, ich habe eine Errungenschaft erzielt. So, jetzt können wir uns endlich auch mal Brot backen hier, obwohl das natürlich wirklich nichts bringt, das bisschen Brot. Und für die Schafe haben wir auch noch was. Zum Vermehren, ja. Die Sonne geht unter. Jetzt habe ich natürlich hier, dummerweise, wie gesagt, habe ich. Ach, das lade ich mir nochmal schnell auf. Bitte also nochmal um Entschuldigung, dass ich mich kurz mal abmelde hier. Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer außerplanmäßigen Aufnahmesession. Die von gestern ist mir nämlich leider durch den Lappen gegangen. Und zwar
habe ich ja mich dann wieder ausgeloggt aus dem Spiel und wollte diese Map da oben, die Minimap, mir holen. Das hat auch wunderbar geklappt. Alles, wie ihr seht, wir sind also auf 1.4, ne? Kann man hier irgendwo sehen. Optionen, ne? Irgendwo war das auf jeden Fall zurück. So, und dann habe ich aber vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und ja, dann habe ich wunderbar auf Audacity aufgenommen. Und da sind 3 Tage leider verschwunden, in denen wir, oder nee, es waren 2 und eine Nacht, so war das genau. 2 Tage und eine Nacht, in denen wir in einer Höhle waren. Und wisst ihr was, da gehen wir nämlich jetzt nochmal hin, damit ihr dann auch so ein bisschen Höhlenfeeling bekommt. So, was haben wir denn da geholt aus der Höhle? Wir haben Chicken, ja gut, die habe ich nicht aus der Höhle, sondern da war ich dann anschließend noch ein wenig Kamikaze-mäßig unterwegs. 13 Eisenbahnen, sehr schön. Wir haben da also ein bisschen Eisen. Na, 19 sind es, eine 13 oder waren es 13? Also ein bisschen Eisen geholt und ein bisschen Kohle. Kohle haben wir an Massen im Moment. Und dann waren wir, wie gesagt, noch ein wenig unterwegs. Ich mache mir mal ein paar Spitzhacken neu. Was brauchen wir noch? Schaufeln haben wir noch, aber die Spitzhacken. Spitzhacken. Wolle. Was schleppe ich hier Wolle mit mir rum? Wo habe ich denn jetzt die... Ja, und dann habe ich Hühnerjagd gemacht. Ne? Da sind die Eisendinger. Hühnerjagd gemacht. Ihr seht also, ich habe 62 Pfeile. Ich bin also wie wild auf die Hühner losgegangen, die hier unten in der Umgebung waren, und habe... So, ich glaube, das reicht hier an. Erstmal, wir kriegen ja noch genug Eisen. Hoffe ich doch. Denn wir werden dieselbe Höhle nochmal besuchen. Ich habe sie zwar im Prinzip durchforstet, aber es gibt halt da immer noch ein paar Ecken, die anscheinend noch weitergehen. Und naja, dann kann ich euch das mal zeigen. Wir haben auch den ersten Spawner da gefunden. Leider, wie gesagt, nicht in der Aufnahme. Das tut mir sehr leid, aber das lässt sich halt nicht ändern. Wenn man mit einem Opa zusammen, oder sagen wir mal so, wenn man dem Opa beim Spielen zuschaut. Achso, hier Ziegel. Ja, das zeige ich euch gleich noch. Die tue ich jetzt gleich mal weg. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Die Werkbank können wir immer gut gebrauchen. So, die Ziegel. Tun wir mal wieder hier rein. Wir haben uns nämlich Blumentöpfe gemacht. Na, das gibt es ja jetzt bei 1.4. Blumentöpfe. Und haben diese Blumentöpfe hier ein bisschen verteilt. Dann habe ich auch die Sitzecke verschoben. Denn die sollte ja eigentlich hier hin. Die Sitzecke. So. Nicht hier. Hier ist ja der Flur. Der Eingang. Hier könnte man mal eine Garderobe sich überlegen. So. Könnte man eigentlich wirklich mal sich überlegen. Ich weiß gar nicht, wie eine Garderobe. Hier eine schöne Garderobe irgendwie. Machen wir gleich. Machen wir sofort. Dann haben wir das auch hinter uns. Garderobe. Dann nehme ich mal... Es ist relativ einfach, glaube ich. Nehme ich mal 2 Zaunstücke. Mal sehen, wie das ausschaut. Und dann haben wir das auch. So, hier Garderobe oder sowas, ne? Irgendwie. Vielleicht noch mit einer Hutablage unten, oder? Irgendwie ein bisschen bombastisch sieht es schon aus. Vielleicht wären so Haken besser. Oder wie mache ich eigentlich... Okay, die
Einstufen haben wir gerade noch zwei, die können wir schön verbraten. Und wir machen irgendwie hier Stöcker. Nee, so nicht. Kann die mit Cleanstone oder mit Cobble zu machen. Ich nehme erstmal Cobble. Ja, oder? Nehmen wir mal Cobble, ein Cobble und nehmen wir mal einen Stein. Irgendwas wird ja richtig sein. Reimt sich sogar. Ein Cobble, ein Stein. Irgendwas wird richtig sein. Es ist der Cobble. Okay. Dann nehmen wir nochmal einen Cobble und noch einen. Und wo sind die Stöcke da? Und machen dann halt noch zwei. So, damit haben wir drei Stöcke. Wir haben eine Hutablage. So, dann machen wir uns hier mal eine Garderobe hin. Also ausdehnen und ausdehnen. Und Ablage ist immer oben. Ja, und die. Naja. Immer so nicht schön, aber selten. Also, das ist jetzt eine Garderobe und nicht etwa irgend so ein Schalter hier. Soll eine Garderobe sein, Leute. So, oder irgendwie, also stellt euch das vor als Garderobe. Mein Gott, stellt euch doch nicht so an. So, okay, jetzt gehen wir in die Höhle. Haben wir alles dabei? Ich denke schon. Oder wir lassen uns von der Klo wieder mal runterspülen. Da waren wir schon länger nicht mehr in dem Durchgang hier. Ja, da habe ich noch hier noch so eine Pflanze hingestellt. Hätte ich mal eine andere Pflanze ausprobiert, aber die nehmen wir dann wieder ab. Wir haben ja jetzt diese schönen Blumentöpfe mit Setzlingen. Natürlich kommt hier jetzt kein Baum raus. Das wäre ja noch schöner. Hatte in der Küche auch einen. Da ist auch noch ein Bäumchen. Kann man vielleicht auch mal irgendwo auf den Tisch stellen. Also ganz kann man machen, wie man will. Wir gehen durch die Klospülung und spülen uns runter. Erstmal gucke ich nochmal, ob wir, wahrscheinlich haben wir nicht. Genau, wir haben friedlich. Schwer, absah, eins soweit. Fair, schwer, fertig. Und los geht's, ab ins Klo. So, da kann man sagen, jetzt fängt die Scheiße wieder von vorn an. Ein Schwert, ja gut. Wunderbar, wir haben kein Schwert mit, aber das ist jetzt auch egal. Sonne geht gleich unter, also werden wir zügig. Gell? Ach, in einer Kopie habe ich vorhin übrigens die Schafe oben auf den Berg gebracht. Wie ich das gemacht habe, liebe Leute, das bekommen wir später irgendwann.
So, hier war ich also drin, in dieser Höhle. Und ich habe noch so schöne Sachen erzählt. So, ich wollte ja die Dinger jetzt mehr oder weniger immer rechts hinhängen. Ja. Man lernt das ja aus den Let's Plays, dass man die... Naja, außer das ist jetzt hier so dunkel in der Ecke. Da können wir auch nochmal einen vertragen. Und wenn man dann hier hinkommt, dann sieht man die obersche Markierung wieder mal mit den dreien übereinander. Hier war nichts mehr, richtig. Okay, alles klar. So, aber hier unten, hier haben wir auch alles ausgebaut. Genau, das war der Ausgang, weil hier so eine Abzweigung ist. Und hier hatten wir unseren Spawner gefunden. Natürlich alles schön ausgeräumt, den Spawner auch mit abgeräumt. Ich habe nicht vor, eine Monsterfalle zu bauen, glaube ich. Dann sind wir hier hochgeschwommen, oder? Ach nee, waren wir noch nicht, siehste. Genau. Also ihr habt... Da oben geht es auch noch rauf. Wo sind wir denn rausgegangen? Ah, wir sind hier rausgegangen, genau. Wir sind hier rausgegangen, da oben geht es dann ins Meer. Und als wir da aufgetaucht sind... Im Meer, irgendwo hier geht es raus zum Meer. Also hier nicht. Was... Hinter dem See dort. Oder? Irgendwo hier auf jeden Fall. Auch nicht. Hier machen wir nochmal Lampe hin. So, irgendwo auf jeden Fall ging es raus zum Meer und ich tauchte dann den Ausgang raus. Ach, hier war das, genau. Hier war das. Hier ist das, hier geht's hoch zum Meer. Ah, da geht es ja noch weiter, genau. Und ja, ich tauchte da hoch und hinter mir stand ein Creeper und schnadradatz hat er sich hochgesprengt. Ach, hier sind wir. Ich verstehe, sehr gut. Da unten geht mein Hauptweg lang. Jetzt müsste ich noch ein paar Steinchen haben. Die kriegen wir aber gleich. Wir bauen uns mal hier durch. Erstmal die Steinspitzhacke aufbrauchen. Hier geht es auch wieder raus. Ah, hier ist unser See. Unser Unterirdischer. Das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Sehr schön, so draußen ist dunkel. Wir haben also jetzt die erste Nacht. Und Raps ist rot angelaufen. So, dann gehen wir hier mal ins Finstere. Die sind an der Oberfläche, die sollen uns nicht weiter stören. Pilze. Nein, die sind nicht an der Oberfläche. So kann man sich täuschen. So, mein Lieber, jetzt machen wir mal hier einen schönen... Jawohl. Und du kriegst auch gleich noch ein paar aufs... auf den Pelz gebrannt hier. Irgendwie klappt das nicht so ganz. Einer? Ach, da unten. Oh, der hat einen Kürbis auf. Das ist wahrscheinlich auch neu. So, dann sollte ich mal ein bisschen Hähnchenschenkel probieren. Und den ganzen Sumpf hier mal aus. Da ist also schon wieder einer. Okay.
Ich bin der Fernkämpfer vor dem Herrn. Da hinten geht's auch weiter. So, dann mache ich mir hier mal wieder meine Markierung hin, dass ich weiß, hier geht es raus. Hier ist noch so ein See. Mein Gott, das ist ja eine Riesenhalle hier. Okay, also hier unser... Irgendwie höre ich hier Geräusche. Ach, Fledermäuse. Stimmt, die gibt's ja auch neu. Hier tut mir ja nichts, ne? Können trotzdem erschrecken, das ist natürlich klar. Können einen trotzdem erschrecken. So, ich nehme mal hier die Eisenspitzhacke, das geht doch etwas schneller. Ach, ich dachte, die gäbe es nur in neuen Gebieten. Die Fledermäuse, nein. Gekommen da oben. Da oben aus der Hoch. So, jetzt nehmen wir mal die Kohle hier mit. Das Geflatter von dem Viech, das kann einen auch schon ein bisschen nervös machen, aber das ist ja so, ne, an Höhlen, dass da doch ab und zu Fledermäuse herumlaufen, fliegen besser gesagt. Was haben wir hier noch so? Nichts, oder? Ist da noch ein Durchgang? Jetzt, okay, dann werde ich mal den Wasserfluss bremsen. Ihr wisst ja, dass das auch mit der Fackel geht. Zack. Fackel rein und dann sieht man das Eisen am Boden. Und man sieht noch mehr Eisen am Boden. Und man sieht noch mehr Eisen. Hey, schön. Oh, es geht noch weiter hier. Noch mehr? Nee, das war's. Und das gleich mal auffüllen. Wundert mich, dass ich die hören kann, die Fledermäuse, denn die fiepen ja im Ultraschallbereich normalerweise. Und Ultraschall heißt ja, dass man das nicht hören kann. Aber sie fiepen wirklich sehr schrill. Das ist schon richtig, hier ist auch noch Eisen. So, wir sind noch in der ersten Nacht. Haben wir, wie viel Eisen haben wir schon wieder? 7, okay. Und hier kommen wir auch nach draußen. Da waren wir ja hier gewesen.
Da hinten ist der Ausgang. Das heißt, ich werde mal hier markieren. Wieder mit drei Dinger dazwischen. Also raus, dann sieht man das, den nächsten Teil. So, von da oben, da haben wir alles ausgeleuchtet. Das war ja der Weg da außen rum. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so ist. Huch. Ah, hier sind wir dann wieder in der Höhle. Sehr schön. Da oben geht's weiter. Da kommt schon wieder so ein Eumel. Gehen wir erstmal da oben rum oder erstmal unten rum? Ich glaube, oben ist immer ein bisschen geschickter, oder? Weiß nicht, ob es geschickter ist, oben zuerst zu gehen, aber machen wir mal. So, die Musik ist auf 10. Ach, Kohle. Entschuldigung, Fledermaus, ich weiß nicht, wo du bist. So, Kohle haben wir jetzt wirklich genug. Gibt natürlich auch schöne Erfahrungspunkte. Wie ihr seht, bin ich schon hier bei 23 Erfahrungspunkten inzwischen. Das ist schon ordentlich. Das heißt, wir müssen da schon mal dran denken, vielleicht, dass wir ein Verzauberungs-Dingenskirchen machen. Na? Dazu sollte man natürlich sich Regale craften und dafür braucht man Bücher und die Bücher gibt es ja leider jetzt nur noch im Buchhandel, wollte ich sagen. Nein, mit Rücken, Buchrücken, Rückenmuskulatur, hätte ich beinahe gesagt. So, da geht's auch weiter. Aha. Alles geht also auf diesen. Hier ist auch Eisen. Aha, da unten sind Monster, die werden da zusammengehen. Zusammengetrieben hier. Das heißt, wenn ich hier zumache, dann können die da unten rum. Rummeln, so viel zu wollen. Ach, hier geht's auch noch weiter. Hier ist Schluss. So, es ist inzwischen wieder Tag. Ich gucke immer mal rechts auf die Karte. Das ist sehr schön, ihr braucht keine Uhr. Hoppsa. Man könnte sich ja Ruhe und Kompass craften. Und Karten. Na, kann man alles machen. Habe ich euch da jetzt eingesperrt? Oh, ihr Ärmsten. Das tut mir jetzt aber sowas von leid. Ich mache immer so eine Brücke drüber. So. Dass wir hier schön herunterkommen. Oder über den Fluss kommen. Dann brauchen wir ihn nicht zuzumachen. Oder abzuklemmen. Schon wieder eine Fledermaus. Kann man die eigentlich auch mit Dings anlocken hier? Wer heißt das? Mit Weizen? Ich glaube nicht noch. Ist ja alles voller Fledermäuse hier. Einer reicht an der Stelle. So, dann wollen wir mal weitermachen hier mit dem Eisen. Ja, ich hatte gestern auch noch so viel erzählt, als meine Aufnahme. Leider, na gut, der Ton wurde ja aufgenommen, aber
halt nur der Ton und nicht etwa... Hier war doch noch mehr Eisen gewesen, oder? Da, genau. Es wurde ja der Ton aufgenommen, das Bild bloß nicht, weil ich ja Audacity die ganze Zeit anhabe. Der schluckt ja nicht so viel Platz wie Fraps. Und ja, ich habe gestern noch so ein bisschen erzählt. Zum Beispiel darüber, wie glücklich wir doch sein können, dass wir hier in Deutschland wohnen. Und nicht sonst wo. Stellt euch mal vor, ihr würdet... Stellt euch mal vor, ihr würdet in irgendeinem anderen Land wohnen. Zum Beispiel. Ui. Mein Gott, das ist natürlich auch eine Leistung. Muss ich ehrlich sagen, eine Fledermaus im Flug abzuschießen. Das tut mir aber wirklich leid. Hoffentlich werden die anderen dann nicht aggressiv. So wie das bei den Schweinepriestern in der Hölle ist. Also wir können uns doch... 31 nur. Wir können uns doch glücklich schätzen, dass wir in Deutschland wohnen. Uns geht es doch relativ gut. Kann man doch so sagen, oder? Sackgasse, nix, kein Eisen. Doch. Uns geht es in Deutschland doch relativ gut. Im Vergleich zu anderen Ländern. Stellt euch mal vor, zum Beispiel, ihr würdet in einem Kriegsgebiet wohnen. Man, ihr wärt rein zufällig nicht in Deutschland geboren, sondern ihr werdet nicht rein zufällig in Deutschland geboren, sondern vielleicht in Syrien. Boah, hier geht es aber ganz schön runter. In Syrien geboren, wo jetzt dieser Bürgerkrieg ist. Hier ist jetzt natürlich auch ein bisschen Zoff. Aber das ist ja alles nur ein Spiel. Insofern alles kein Problem. Jetzt dann hier wieder raus. Ich glaube, ich mache mir hier mal eine Markierung hin wieder. Hier geht es, glaube ich, raus, ne? Ist das richtig? Nein. Okay, dann müssen wir also hier auf jeden Fall eine Markierung hin machen. Dazwischen, also durch. Okay. Und hier nochmal eine Markierung. Wie viel habe ich denn noch? Nicht so viel, aber wir können ja noch ein paar machen. Das ist ja kein Problem. Wir haben ja genug Holz mit. So, das war's dann mit dem Holz. Ja, wenn wir in 20 Eisen wieder, gut. Wenn wir in Dings geboren wären, zum Beispiel in Syrien oder so. Hier wollte ich auch noch 3 dran machen. Können wir hier den gleich mit benutzen und... Hier, noch da, so, dann wissen wir, dazwischen geht's raus. Ja, wenn wir in Syrien geboren wären, hätten wir andere Sorgen, als hier jetzt Minecraft zu spielen. Oder was auch immer.
Den lasse ich mal an. Oder stellt euch vor, wir wären zu einer anderen Zeit in Deutschland geboren als heute. Vielleicht vor 100 Jahren. Ich weiß nicht, wann ihr geboren seid. 1990, 1980, 1995, keine Ahnung. Stellt euch vor, ihr wärt vor 100 Jahren geboren. Sagen wir 1890. Dann wärt ihr beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1814 war das, glaube ich, ne? Ich weiß das auch nicht alles auswendig, aber muss man ja auch nicht. Als Schüler muss man das vielleicht noch. Ups, ey, jetzt habe ich mich überschreckt. Erstmal was futtern. So. Da hätte man 1814 den Ersten Weltkrieg dann. Ach du heilige Kuh, ein Supermonster im Hintergrund. Da wollen wir gleich mal. Oh, muss man jetzt viermal zuschlagen. Mit dem Bogen. Wie viel habe ich denn noch hier? Also das Eisenschwert ist schon mal nicht mehr so doll und das Erz auch nicht. Ich glaube, wir, das Erz sage ich schon, die Pfeile. Wir werden jetzt hier noch so ein bisschen Zeugs abgraben. Es ist wieder Nacht und dann gehen wir mal nach draußen. Haben wir denn hier überhaupt noch Zeugs zum Abgraben? Ja, wenn wir also vor 100 Jahren geboren worden wären, also gut. Ich würde den Zweiten Weltkrieg dann nicht mehr miterleben, den Ersten natürlich schon. Wenn ich jetzt 58 bin, dann ist in 2 Jahren wäre ich da 60. Wenn der Zweite Weltkrieg beginnt, oh, ist das hier unübersichtlich. Das machen wir ein andermal. Der Erste Weltkrieg, besser gesagt, da wäre ich 60. Und beim Zweiten wäre ich dann schon doch schon über 90 oder über 80 und vielleicht hätte ich das damals gar nicht erlebt, dieses Alter, aber könnte doch sein. Aber diejenigen, die sagen wir mal 1890 geboren wären, ihr müsst einfach nur 100 Jahre mal von euch abziehen, ja. 1890, ihr werdet beim Ersten Weltkrieg, werdet ihr Mitte 20 gewesen, Anfang bis Mitte 20, natürlich voll im Kriegsgeschehen mit dabei, als Soldat irgendwo. Kriegsdienstverweigerung gab es damals nicht. Gab es schon, aber die wurden dann wahrscheinlich meistens gleich erschossen. Die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Und dann Zeit, hier ist auch noch so ein
unübersichtliches Gewusel. Wo kommen wir da hin? Ah, in die große Halle. Sehr schön. Ah, hier wollte ich sowieso noch mal hin. Dann haben wir das gleich mal mit abgehakt hier. So, den Zweiten Weltkrieg. Für einen, der 1890 geboren ist. Wie alt ist er dann? Na, 50, ne? Also auch noch voll wehrdiensttauglich. Die armen Leute, die also vor 100 Jahren geboren sind, wie vielleicht einige der Zuschauer jetzt, die könnten also locker zwei Weltkriege miterleben. Und ja, das wäre also nichts, glaube ich, für mich, für euch auch nicht, oder? Oder rein zufällig wären wir vielleicht in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Welt. Ein See. Wären wir in einer ganz anderen Weltgegend geboren, also nicht zum Beispiel jetzt in Deutschland, sondern man braucht ja gar nicht so weit gehen, sondern in Griechenland. Ne? In Griechenland geboren zu sein, wenn man kein Geld hat, ist jetzt auch nicht mehr so das Gelbe vom Ei unbedingt, würde ich mal sagen. Ne? Wenn man so ein armer Rentner ist, Renten gekürzt, ich weiß nicht wie viel Prozent, öffentliche Dienste gespart, eingespart hier. Öffentliche Ausgaben eingespart, wollte ich sagen. Die Krankenkassen bezahlen nichts mehr. Die Ärzte haben auch kein Geld. Man muss also alles in Vorleistung treten. Das ist so, das lassen wir nochmal hier. Das hält mir eventuelle Monster da hinten weg. Ab. Hier unten geht es auch noch weiter. Da machen wir so mal zu, dann kann auch keiner hier hochkommen. Aber das Eisen nehmen wir noch mit. So, also in Griechenland wird es uns auch nicht so gut gehen. Also die einzigen Länder, wo es uns vielleicht noch besser gehen würde, wäre irgendwie Skandinavien oder sowas. Ne? Gibt ja viele Deutsche, die... Oder einige, die, wenn sie hier keine Arbeit haben, nach Norwegen gehen beispielsweise und da, haben sie mal im Fernsehen gezeigt, werden zum Beispiel Busfahrer gesucht. Ne? Und die verdienen da deutlich mehr als hier. Norwegen ist ja, ne? Na, paart euch, wie macht ihr das eigentlich hier im Flug oder was? Ist ja schon irgendwie schön mit diesen... Monster, die harmlos sind, sind ja keine Monster. Und sind per se schön. Aber das irritiert natürlich trotzdem. So, haben wir jetzt hier alles ausgeleuchtet soweit. Da oben ist noch ziemlich finster. Ja, genau. Ach, hier geht es auch noch weiter. Ja, ja, hier ist überhaupt kein Ende, aber hier ist auch Eisen. Oh. Oh, ein Schleimiball. Die Monster gefallen mir auch. Schleimbälle und Feuerbälle, das geht eigentlich noch.
Da, wo war ich stehen geblieben? Bei den armen Griechen? Oder man stelle sich vor, man wäre in... Das ist ja aber echt da. Der Bär los. Ja, man stelle sich vor, man wäre in... Ah, jetzt habe ich mich aber doch erschreckt. Man wäre in... einem Entwicklungsland oder in Mexiko, sagen wir mal, geboren. Mexiko, oder? Mit diesen Bandenkriegen da, Drogenkartelle, die sich gegenseitig bekriegen und der Staat hat keine Macht dagegen. Ist das was Feines? Nee, auch nicht. Also beklagt euch nicht über Deutschland, wenn ihr das jemals getan habt. Denkt darüber nach, wo ihr sonst überall leben könntet. Vielleicht in Somalia, da geht es euch bestimmt ganz ziemlich dreckig dann, oder... in, hier ist noch mehr Schleifer. Irgendwo da oben. Naja, ist auch egal. Oder ihr könntet in... 47 Eisen ist schon mal gut. Oder ihr könntet in anderen Gegenden noch geboren sein. Ja, nehmen wir mal. Oh. Ein Herr Kürbiskopf. Das erinnert mich an ein anderes Spiel. Da gibt es tatsächlich einen Herrn Kürbiskopf. Vielleicht spiele ich das sogar mal hier als Let's Play. Oh, was ist denn das für ein feines Geräusch? Levelaufstieg oder was? 25. Ja, Leute, wir brauchen Kühe. Und wie gesagt, als nächstes ist auf jeden Fall dann mal... das Landwirtschaftszentrum dran. Ne, jetzt nehmen wir mal irgendein Land, wo es eigentlich relativ friedlich ist noch. Ne? So ein Entwicklungsland, was so an der Schwelle zum entwickelten Land steht. Nehmen wir zum Beispiel mal Malaysia, weiß ich nicht, wie das da ist. Aber zum Beispiel ein anderes Land, Thailand zum Beispiel, ne? Da gibt es keine Krankenversicherung. Also gibt es schon, den meisten Leuten ist es aber viel zu teuer, die Krankenversicherung. Es gibt Arbeitslosenversicherung gibt es nicht, das wollte ich sagen. Und Rentenversicherung. Also die Staatsbediensteten kriegen ein bisschen Rente, kriegen also Rente. Gut, man kann sich da aussuchen in Thailand, ob man die bei der Pensionierung voll ausgezahlt bekommen möchte. Oder ob man sie monatlich wie bei uns ausgezahlt bekommen möchte. Kann man sich also aussuchen. Hier ist also auch noch Eisen. Wir gehen dann irgendwann mal wieder hier rein. Moment, ist mir mein Schwert ein bisschen zu. Ist auch noch was. Aber zum Beispiel, wenn man selbstständig ist, dann gibt es nicht unbedingt eine Rente, weil es da sowas wie... ja... vielleicht gibt es sowas ja tatsächlich doch. So eine Art Versicherung für die Rente. Mein Inventar ist auch gleich voll. Das heißt, wir gehen gleich hoch. Ich will dann nochmal vielleicht das Eisen da abgraben. Oben kommt ein Wasserfall runter. Da kommt ein Creeper hoch.
kannst du dagegen an, gegen die Strömung, oder wie ist das? Dann mache ich hier einfach zu, weißt du, da kommst du sowieso nicht da um die Ecke und ich habe hier meine Ruhe. Oder er kommt durch den Hintereingang hier. Ich bin ja da öfter, weil ich dort angeheiratete Familie habe. Öfter in Urlaub und da hatte die Familie. Habe ich jetzt alles aufgeklaut, oder? Anscheinend nicht, also muss man hier doch runterhüpfen. So, jetzt kommt von oben ein Gegner auf den Kopf. Das wäre es noch. Ja, da hatten wir da unten den Hof neu zu betonieren und da haben wir eine kleine Firma beauftragt. Beziehungsweise ich habe gar nichts beauftragt. Ich beherrsche die Sprache da nicht so. Aber die Verwandtschaft hat das beauftragt und da oben ist der Ausgang. Seht ihr, wie gut das ist mit den dreien? Also man muss nur einen sehen, dann weiß man sofort, wo es rausgeht. Und da jetzt Tag ist, werde ich mich mal hier auf den Weg machen. Ne, hier ist ja auch die falsche Richtung. Achso, ich muss dann hier zwischen raus, genau. Und dann schauen wir mal, hier geht es dann weiter, ne? Ja, wunderbar. Da runter, okay. Alles klar. Ja, doch, ist richtig. Hier geht es dann weiter. Nehmen wir nochmal so ein paar Pilze mit. Aber nicht alle. Vielleicht wachsen die ja noch nach. Für eine schöne Suppe. Ja, und diese Firma bestand aus drei Leuten. Und diese drei Leute, das waren ein etwa 30-Jähriger und zwei Ältere, die vielleicht die Inhaber der Firma waren, was weiß ich. Also hier in Deutschland wären die schon längst pensioniert. Rechnet das jetzt? Ach ja. Hier in Deutschland wären die schon längst pensioniert. Da sind wir. Gut. Monster in Sicht? Nein, hatte ich hier noch was vergessen? Hier war, glaube ich, alles ausgeräumt. Genau. So, es dämmert schon wieder. Oder? Das heißt, man geht mal gefälligst nach Hause und legt sich ins Bett, wenn es möglich ist. Wo ist denn die Sonne? Ich sehe überhaupt nichts. Ja, und die Leute waren bestimmt über 60, also ich schätze sogar, dass die eine Frau da vielleicht 70 war oder was. Die hat auch noch ein bisschen was gemacht. Und der Mann hat auch gut was gemacht, Eisen verlegt und also die haben schon noch echt körperlich richtig gut gearbeitet. Weil sie halt eine Firma haben. Ja, und wahrscheinlich kein Geld für den Ruhestand sich zurückgelegt haben. So, mal sehen, ob ich ihn ins Bett legen kann oder nicht. Nee, es ist Tag. Es sieht aber so aus wie Nacht, Freunde. Könnte man jetzt nicht sagen. Immerhin gibt es kein Gewitter. Das ist auch schon mal gut, weil beim Gewitter könnte man nämlich schlafen. Falls sie das nicht geändert haben inzwischen. Und ja, bei Regen ist das Bad hier natürlich nix.
So, wir schmeißen mal die ganze Erde. Die ganze Erde. Schmeißen wir in den Ofen. Wie gesagt, der lange Abbaurede kurzer Sinn. Der lange Abbaurede kurzer Sinn. Freut euch, dass ihr lebt. Und nicht irgendwo anders. Hier ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, das ist klar, aber noch mehr Pilze. Oh, da kann ich mir ja 14 Pilzsuppen machen. Zwei Schüsseln habe ich nur. Dann geht das natürlich doch nicht. Holz, Holz, Holz. Fackeln, Fackeln. Dann lasse ich mal die 39 hier. Jetzt sind es 50 plötzlich. So, was haben wir hier? Da haben wir den Schleimball. Wie viele Schleimbälle haben wir denn? 8 Schleimbälle. Oh wei. So. Bügeln. Jawohl. 19 Pfeile. Da werden wir noch mal ein paar dazu basteln. So, die Spitze immer nach oben. Upsa. Und alles schön gerade, dann geht das also auch mit dem, dann klappt das mit dem brennenden Nachbarn. So. Was wollte ich da oben, wollte ich dran und die Feuerstein. So, jetzt habe ich auch gelernt natürlich. Ach, das habt ihr ja gar nicht gesehen, meine Versuche, oder doch, habt ihr es doch gesehen. Wie man hier so schöne natürlich vorher das Leder rausnehmen müssen, wie man hier so schöne Dinger machen kann. Also ja, Leder wird viel gebraucht, zum Beispiel für solche Dinger hier, Rahmen. So, was haben wir denn mal Schönes? Was können wir denn in den Rahmen reinpacken? Also zum Beispiel hier so ein Steinblock. Geht das? Mal sehen, ob das auch so funktioniert. Jawohl. Na, ist das nicht toll? Wenn ich das jetzt wieder abbaue, kriege ich beides zurück. Hervorragend. Gut, jetzt kann ich aber sicher schlafen, oder? Ach, ich weiß, was ich morgen mache. Da. Boah, das ist entsauberter hier.